elektrisch angetriebene Systeme, die einem mehr Spaß in der Bewegung auch vermitteln sollen, die damit auch die Funktion des Transportmittels erweitern sollen. Und dazu geben wir Ihnen heute hier mit ein paar kleinen Informationen einen Beitrag. Wir informieren Sie, was wir hier so tun. Zunächst mal sind wir hier seitens der TU Wien über die Technologietransfertochter Research2B am Standort AspenIQ ansässig. Wir haben hier in diesem Haus auch unser Laboratorium, wo wir moderne Fertigungstechnologien zusammenführen und daraus Lösungen zeigen, wie Produkte effizienter in kleinen Losgrößen hergestellt werden können. In Netzwerken zu agieren ist, denke ich, heute mehr wichtig denn je. Die Produkte werden auch komplexer. So hat unser Fahrrad beispielsweise, wie auch hier der Elektroroller, eine Handysteuerung. Und diese Handysteuerung bedeutet, neben der rein mechanischen Produktion haben wir plötzlich Informationstechnologie, Kommunikationstechnologie und damit einen ganz weiteren, breiteren technischen Herausforderungshorizont. Der Bedarf ist da. Jeder redet von Mobilität, Elektromobilität und kleiner Mobilität, Smart Mobilität. Ich bin ja kein Profi beim Slalomfahren und es soll ja ein Slalomroller auch sein. Und die Marlies Schild hat dann einmal geschaut, was muss man da verbessern, was kann man verbessern. Und ich habe schon gesehen, wie sie das erste Mal vor Ort, die drückt einfach, wie am Ski, drückt sie auch da aufs Trittbrett und kraft richtig so wie auf der Piste. Auch das Institut vom Herrn Professor Bleicher hat uns da sehr ausgeholfen und unterstützt, weil das Gelenk, dieses Teil, einer der Schlüsselteile, haben Sie vielleicht gesehen, wird hier drüben gefertigt. Da gibt es ein Patent drauf und das hat mehrere Vorteile, ist neu, also das gibt es in dieser Form nicht. Das ist eigentlich ein hier haben wir Alleinstellung noch eigentlich auf der Welt und verhindert, dass Sie, wenn Sie in die Kurve fahren, sich die Räder abheben und dann, wenn man nur bremst, eine Vollbremse macht, wenn man sich irgendwo erschreckt, bremst es auf dieses und auf dieses Rad. Also dieses Spurrad bleibt immer ungebremst und hält die Spur und schleudert einen nicht. Durchdrehen heißt immer schleudern. Geht auch nicht, weil nur ein Rad angetrieben ist, das zweite bleibt auf der Spur und hält die Stabilität. Wie gibt es das von 0 auf 25 Stundenkilometer ohne eigentlich mechanisches Zutun? Keine Kette, keine Übersetzung, kein Getriebe. Also er hat wirklich kein Getriebe, kein Verlust an mechanischen Bauteilen. Das geht alles über die Elektronik. Das heißt, die Elektronik steuert quasi stufenlos die Geschwindigkeit und dann können Sie das Gerät auf Ihre Lieblingsbeschleunigung und auf Ihre Lieblingsgeschwindigkeit justieren. Und natürlich nur zwischen 0 und 25 Stundenkilometer, weil in Österreich dürfen Sie nicht mehr mit Rädern, und das ist ein Fahrrad, gilt das Fahrrad, fahren. Sie dürfen Radwege in Österreich fahren und die Straßen mit der entsprechenden Beleuchtung eines Fahrrades. Und wenn Sie aber jetzt das Problem haben, Sie müssen über die Kärntnerstraßen drüber oder über den Graben, dann können Sie abschalten und dann fahren Sie dort wie mit einem Tretroller die paar Meter und dann geht es wieder weiter.